Yeah. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Sonntagnachmittag. Hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen Rennen der Trackmania Formula League. Mit mir in Division 9. Und ganz vielen anderen Fahrern von Bavaria 2. Und alle sind aufgestiegen oder zumindest gleich geblieben von uns nach dem letzten Rennen auf NASCAR. Aber normal müsste es doch jetzt noch bei Sonne losgehen. Und dann verdunkelt sich der Himmel, weil dieser Star-Trigger ausgeführt wird. Ja, das kann sein. Wobei, sie können aber auch direkt den Trigger ausführen für Regen. Also, es sind zwei Trigger sozusagen. Einer war Rain Start, einer war Full Rain, einer war Rain End sozusagen. Nee, es sind nur zwei. Rain Start, der in den Full. Oh, leider. Was ist das für eine Lenkung, ey? Ja, das ist Regen. Oh Gott. Wow. Jo. Alter, das hat aber schnell angefangen zu regnen. Also, ich fahre die Map erstmal mit Tastatur. Ich hab schon gewundert, wieso ich einfach so volle Kanne. Ich mach erstmal. Der Sound leiser jetzt auf jeden Fall. Ist der gerade laut. Alter, ich glaube, ich muss mit Tastatur fahren. Nur mit einer Hand, weil da kann man eh nicht bremsen und dann schlittert man nicht. Muss man immer releasen. Oder du entbeindest einfach bremsen. Das ist der Geheimtrick. Boah. Okay, nee, ist es nicht. Ah, da flippen schon die ersten Leute überall. Oh, da kann man, glaube ich, rausfliegen. Alter, wird das anstrengend, ey. Oh, für die Map, ey. Jetzt das hoch und runter. Ja. Auch nicht so. Die Lenkung ist so weird, ey. Ist das anders als beim. Wobei da war es auch nee, so, dass man irgendwie so gefühlt einen kleineren Lenkkreis hat, aber. Diese Kurve mit den Blöcklocken drin. Hoffentlich schneit es nicht nur Blöcken. Oh ja, das ist die Anti-Wallbang-Kurve. Das ist die gefährliche. Jo, oh, da sind ja zwei gleich! Na! Ach du Scheiße! Oh, was ist denn das für eine Kurve vor Startziel? Ja, genau, da war ich auch gerade. Ja. Oh, da sind alle reingeschlittert bei mir. Wie nehmen wir die denn? Oh. Lol, bei mir sind auch alle rein und ich auch, obwohl ich es wusste und schon voll früh abgebremst habe. Oh je, oh je, oh je. Oh, der Mapbauer ist schön bei mir auf dem Server. Oh, ist der er bei hat dir? Die Map nicht für Regen gebaut, er hat es nicht einmal getestet. Beim Erstellen. Ja, die haben das, glaube ich, auch einfach random zugeteilt. Naja, oder nein, ist glaube ich, dass sie das random gemacht haben, die haben ein bisschen die schwächeren Maps. Ich sag, die haben auf jeden Fall, haben sie sich nach dem ersten Regenrennen umentschieden. Finde ich schon mal gut, dass sie jetzt Regen vorher angekündigt haben und dass es jetzt einfach komplett regnet und so. Man weiß der Flinz, dass er gar nicht erst aufsteht. Ich bin doch da. Oh. Alter. Versuche einfach nur irgendwie noch Punkte reinzuholen, dann. Oh. Ich würde mir hier auch keine Position als Ziel setzen, einfach ankommen. Ja. Ach, Alter, bremsen. Wer bremst, verliert bei Regen. Ja, hey, du darfst echt nicht bremsen, das ist ja Hölle. Auch nicht vor Startziel? Das probiere ich jetzt. Doch, wenn du genau geradeaus fährst, dann kannst du bremsen. Boah. Ja, da musst du bremsen und dann lenken. Ja. Geheimnis ist, man muss immer Neo driften. Ah. Aber wenn man bremst, schlittert man auch irgendwie geradeaus. Also man darf nicht, das mit dem Abbremsen ohne zu lenken geht nicht vor den Kurven. Ich finde die Start-Ziel, warum ist es nicht so weit? Das finde ich ganz geile Designentscheidung. Ja, Alter, what the fuck, ey, diese Wallbang-Kurven. World First auf dem Server. Also wie ist jetzt da. Komm ich denn da rum? Ich einfach releasen vorher Ewigkeiten oder was bei diesen Anti-Wallbang-Kurven? Ja, das muss ich auch noch herausfinden. Ja, man, ja. Ja, ja. Also die meisten Kurven gehen bis jetzt, aber so 1, 2 sind noch sehr interessant. So, jetzt fahre ich mich auch mal mit Controller, aber kenne ich das Layout von der Map. Vielleicht beinde ich mir Bremse echt auf einen Knopf, den ich nie drücke, wenn ich mal rückwärts bremsen fahren muss. Beinden, Alter. Davor Startziel musst du bremsen. Oh mein Gott. Fangen wir mal bei 2. Na, 2. Ja, wenn wir Bremsen bei 100 loslassen. Ach, die Pit reinfahren ist übelst scheiße.
Das 200er Schild ist eine gute Markierung. Oh. Alter, die Pit ist richtig kacke bei Regen. Wie viele Runden haben wir denn? 46. Bei Minute 10 mache ich mal Sprint-Test. 46. Alter Vater, ey, ist das hart, Mann. Finde ich aber auch krass, dass sie nach dem Exceptional NASCAR Race direkt die Woche danach Full Rain Race machen. Das sind so zwei Special Sachen hintereinander. Also was beim 200 der Schild releasen und dann... Nee, beim 200 da bremsen. Ah, ja. Bremsen, okay. Beim nächsten Schild Bremse loslassen und lenken. Okay. Wenn du dann schon da bist, so. Vielleicht kann man sogar noch einen kleinen Tick später bremsen, aber es ist ungefähr eine gute Markierung. Hat schon wer eine Runde ohne anzustoßen geschafft? Nee. Nee. Ich hab gerade sogar noch einen Fullstop in der letzten Kurve. Die Kurve nach links oben, da stoße ich immer an. Da stoße ich immer raus. Boah, Alter. Also echt immer releasen, wenn man lenkt, oder? Aber ja. So eine Runde ist nicht so lang, oder? Eine Minute 3 ist bei mir der Server-Record gerade. Ja, bei uns auch ungefähr. Oh, gute Minute wird sich da dann einpendeln, denke ich. Oh Gott, Alter, diese fucking Blockbang-Kurve, Mann, Alter. Die ist krank, ey. Vor allem im Regen ist sie wirklich widerlichst. Okay, gucken wir mal auf den Sprit. 72 Sprit, 77 Reifen. So, wo ist denn das Schild bei der Pitlane? Da ist das Schild bei der Pitlane. Nee, hä? Da ist. Wie viele Runden sind es? Weiß man das? 46. Okay. Pit. Ja, kann das sein, dass man sau viele Runden fahren kann? Irgendwie Lap 5 und hab noch 70 Liter Sprit. Ja, du verbrauchst weniger Reifen. 80% Reifen, Alter, yo. Fuck, oh nein! Oh. Weil du ja weniger driftest halt. Mhm. Eieieiei. Komisch, dass es im Tunnel regnet. Ich weiß nicht, wie man diese Blockbang-Kurve die erste fahren soll, weil sogar mit Release bin ich zu schnell. Ja, ich würde es halt auch wirklich bremsen. So abbremsen und dann halt nach dem Abbremsen erst kurz warten, bevor man lenkt, damit man halt nicht driftet. Ja. Man muss aber so geisteskrank früh bremsen. Ja, und auch wieder sau früh halt aufmachen. Alter, was? Das ist der ganze Sprit, den ich verbrauche. Das sind ja 6 Liter pro Runde und 5% Reifen. Ja. 46 durch 6? Nee, warte mal. Das ist irgendwie anders berechnet bei der Strecke. Also der Spritverbrauch ist echt super niedrig. Du lässt dann dauernd Gas los. Mhm. Und du verbrauchst Gas vor allem, wenn du okay, Gas gibst. 6, also, 12, damn, krass. 18, ja, schon, aber 24, ich hätte nicht gedacht, dass das so krass 30, ist. Halt. Also, aber stimmt, jetzt wo ich es beobachte, man lässt du echt halt die ganze Zeit Gas los halt. 15? Ich glaube, ich mache 15 Runden. Ich mache 3 Stops. Du musst aber einmal 16 machen. Achso, du wirst überrundet. Ja, gut. Davon gehe ich aus, ja. Gut. 15 Runden, Alter. Okay, ich Alter. Bin dabei. Das werden 90 Liter werden das. Aber ja, was easy, machen die? Alter. Die Reifen... Da hast du noch eine Speerrunde, Mann. Und die Reifen waren 5% pro Reifen. Also meine Reifen sind so viel weniger belastet. 5 mal 15 war. Ist... ...75. Ja, wäre ich 25 im Regen? Oh. Achso, okay. Okay, jetzt finden wir mal raus, wo muss man 130 fahren? Oh mein Gott, was ist das für eine Pit-Einfahrt, Alter, mit diesem Gras, ja, die ist, Mann! Ja, die ist ewig lang. Mit dem Gras, Alter, ist das ekelhaft! Okay, hier ist die Pit-Einfahrt, okay. Und da links ist die Pit.
Gut, überlegen wir mal so. Nein, bist du gerade auch am Rechnen? Ja, ich überlege gerade, ab wie viel Runden man noch einen Pitstop mehr machen müsste. Also, weil wenn du quasi 15 oder weniger machst, bräuchtest du ja 3 Pitstops, wenn du nicht überrundet wirst. Mhm. Und ich weiß aber gerade, ich glaube, doch, wenn man nur 11 Runden fahren würde, müsste man 4 machen. Alles dazwischen ist 3. Was, wenn ich 12 Stops, 12 Runden mache? Dann habe ich in Runde 12, 24, 36. Moment, bei 15 habe ich was? 15, 30, 45? 15, 30 und 45 wäre dein dritter, aber dann bist du eigentlich ein Ziel. Oh, genau. Oh. Ab 15 sparst du halt, wenn du überrundet wirst. Ja, dann finde ich das also, wohl am Anfang raus, wie viele Stops ich mache. Also ich werde safe überrundet. Also aktuell würde ich auch sagen, dass ich überrundet werde. Bei mir fährt er das 57 Sekunden die Runde. Fährt der ohne Regen? Ich weiß nicht, der ist irgendwie 90, der ist 5 Sekunden vom zweiten. Ist das Simply Nick? Spielt er in Australien? Übel am Cheaten. Ja komm, ich mach 2 Pitstops, Alter, easy. Weiß nicht, man fährt ja eh super viel mit Releasen und super safe und so. Du fährst ja... Fick die Fotze. Du kannst ja theoretisch noch spritsparender fahren, als du eh schon fährst. Ich warte einfach mal ab, wo ich nach 12, 13 Runden bin mit Reifen und Sprit und dann... Vielleicht würde sogar... Also wie weiß der Call, wenn man 15 schafft, dann ab da... oder... Naja, wenn du 15 mit einmal überrundet werden. Okay. Oder ja, halt 14 mit dreimal überrundet. Oder du schaffst einmal 16 Runden. Ja. Wenn du Erster bist. Dahinter macht es keinen Unterschied, ob du alle 12, 13 oder 14 reinkommst. Ah, fuck man, die muss ich echt noch üben, diese Kurve hier. Ich weiß, ich war noch nicht in Pit, ey, das muss ich jetzt auch mal. Alter, gib dir die Pit-Einfahrt, Lutzi, die ist so widerlich. Ja, ich bin gerade dran vorbeigefahren, ich brauch mal ein bisschen. Das ist so eklig. Die Frage, wie sie es fährt mit scheiß Reifen. Holy fuck. Wahrscheinlich fährt sich's geiler, Alter. Minus und Minus ist Plus. Nee, wie aber jetzt langsam gewöhne ich mich irgendwie ganz gut dran. Ich find's gar nicht mal so unangenehm. Ja, ist gut, dass man das diesmal durchgehend hat und nicht so jo. Wechselt. Nicht nur 10 Minuten, ja. Der Wechsel hat mich so fertig gemacht das letzte Mal. Da bin ich einfach geflippt, als es der Regen aufgehört hat. Kann man uns übrigens darauf einstellen, dass es Regen losgeht und kurz kein Regen zu sehen sein wird, aber sich schon so fährt wahrscheinlich. Wenn es wieder so ist. Das war ja gerade eben so. Ich bin gerade übrigens beim Training in Runde 9 mit 42 Litern und 51% Reifen. Also. Ja. Ich habe auch 43 Liter, 54 Reifen. Und ich crash relativ oft noch. Oh, PB 1,9 und ich bin einmal angeeckt. Okay. Ah nein! Scheiße! Ich am Anfang. Ja, aber heute, also. Ich habe keine. Ich möchte mich nicht schon wieder so reinhängen wie auf der NASCAR-Map. Da war ja der Fokus. Paul hat schon lange nichts mehr gesagt. Was läuft? Ja, weil ich voll scheiße bin. Hast du nicht vorhin gesagt, du bist ein Regengott? Nein. Du bist Erster? Meinst du nicht, du hast irgendwann diese Season ein perfektes Rennen und sonst immer scheiße? Wann kommt das perfekte Rennen? Kommt noch. Ich bin 1-4 gefahren. Wie viele Rennen gibt's denn eigentlich noch? 10, insgesamt das ist jetzt 7. Ah, okay. 1-3 habe ich, nice. 1-3 ist gut. Alter! Diese Scheißrunde! Warum sehe ich eigentlich meine PB nicht? Rechts. Irgendwie kann ich zu viel. Chattet bei mir keiner, ich habe schon mal reingeschrieben. Gerne. Aber wie man es 57 schafft, weiß ich trotzdem, ne? Ja, ich auch, das ist selber unmöglich. Oh. Wie fahrt ihr jetzt stabil? Fahrt ihr die letzte Kurve mit, nur smooth steeren und so von ganz links so durchrollen? Oder mit Bremsen? Ich mach die mit Bremsen. Bremsen und steeren geht ja nicht. Man kann da mega smooth und durch, mega schnell durchrollen. Ja. Alter, die Kurve nach Startziel, ja. Da stoße ich immer an diesem 100er-Schild an. Einmal geschafft in 11 Runden. Ich probier's jedes Mal.
Muss man immer leicht einlenken, ne? Und dann immer ein bisschen stärker so. Nur ganz leicht lenken auf dem Controller, nicht, also nicht voll einlenken. Okay. Da kommt man dann jetzt hier eine Sekunde langsamer. Also einfach rumrollen, ohne zu bremsen. Also musst du halt vom Gas gehen bei dem 200er Schild oder ein bisschen vorher. Und dann. Also die Hälfte der Kurven kann ich nicht richtig trainieren, weil ich vorher immer anstoß. Freitraining bringt mir nicht sehr viel, muss ich sagen. 55, Alter. Okay, da werde ich 10 Mal überrundet, glaube ich. 55? Ich bin echt überlegen, ob es jetzt kurz lohnt, in den Stream reinzuschauen. Alter, in meinen. Ich mach mal kurz einen Stream auf. Das wäre das Grabby oder sowas. Grabby musst du fahren, ja. Der ist doch auch letzte Regen-Map mitgefahren, oder? Und war da ziemlich gut. Seine okay, was hat er? Division 2 oder so gewonnen. Er hat nur eine 1-4. Division, genau, hat er damals gewonnen, das Rennen. Du bist ja gut. So gut wie Scrappy. Besser wie Scrappy. Alter! Alter. Nächste Season Grand League. Oh, Junge. Sag mal, wenn du von den Wallbang-Blöcken den richtig erwischt, kannst du auch einen Wallbang machen. Ich bin jetzt Lab 12 mit 25 Liter 37 Reifen. Hat eine 58 gefahren. Irgendwie die Hälfte von der Strecke ist mal die PB eine Sekunde schneller als ich und ich check mal warum. Ich denke, ich ganz gut sah bis jetzt. Ja, es geht halt echt darum, diesen Punkt, wo du ins Driften kommst, perfekt auszureizen. So, das war mal eine gute Runde. Kurven so fahren, dass du wenig einlenkst. 1-3, sehr gut. Ah, verfickte Scheiße. Okay, Ziel ist es nicht flippen. 1-7-6 ist jetzt meine PB. Da bin ich eigentlich ganz gut dabei. In meiner Division. Alter, 1-7 plötzlich. Ich hab's. Ulo, wo gehst so du da vom schlechte Gas, wenn du die letzte Kurve so smooth stierst? Was hast du vor dem 200 steht so ein bisschen. Okay. Oh. Und einfach nur erst wieder Gas geben, wenn ich wieder gerade bin auf der Geraden sozusagen. Ey, Moment, jetzt habe ich nur noch 19 Liter. Oh, damn, und bin in Runde 13. Naja. Mann, eher bremsen. Das Pit ist schon bei der Startzielgerade, also geradeaus bei dieser Hairpin, nicht Hairpin, sondern... Ja, aber die 130er-Linie kommt erst hinter der Kurve, aber ja, trotzdem... die kommt erst, wenn du okay aufs Gras geschlittert bist und umdrehen musstest und wieder zurückfährst. Genau. Und ich habe jetzt die Kurve mit 170 genommen und konnte dann durch Release halt... Alter, nice. Boah. Ich wüsste gerne mal, was mit was für einer Sensitivity so die Pros fahren. Ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade bei so ganz geringen Lenkwinkeln Controller hat. Ich habe übel die hohe Dead Zone eingestellt bei meinem Controller, weil der sonst immer nach rechts zieht. Oder oft. Ah, ja, das schon wieder voll in den Wallbang zurück, ey. Danke für den Wenn ich so viel smooth stehe, jede Runde, dann tut mir mein Daumen weh nach 2 Runden, dann kann ich nicht mehr. Damn, wenn da die Leute so reins haben heute, muss der Luzi echt mal den Bavaria 2 Logo Vektor überarbeiten, damit ich den als Tier 1 Emote machen kann. Auf jeden mache ich heute auch. Nach dem Game. Kleiner Reminder. Ja, auf jeden. Heute habe ich auch Zeit. Gib dir auch mentale Unterstützung dabei, wenn du möchtest. Okay, wie geht's aus dem Pit wieder raus? Okay. Easy. Hat es der Paul eigentlich seine Penalty noch bekommen am Ende? Ja. Ja. Aber er ist recht spät. Ah, fick. Paul, sowas kannst du nicht immer machen. Du repräsentierst uns ja auch, ne? Scheiß mach ich. Ja, er ist ein Dienstleister. Ja, Paul ist halt der kleine Rebell im Team. Ja, muss man auch haben, stimmt schon. Der Bad Boy. Ja, richtig, aber den jungen Rebellen. Das ist wie bei so einer Boyband. Ich bin der Typ, der ich wäre gern der Typ, der ein komplettes Outfit aus Jeans-Klamotten trägt. Du bist der Typ, der komplett abstürzt und gekickt wird. Damn. Paul ist der Typ, über den die Boulevardmedien schreiben. Genau. Jede Publicity ist gute Publicity. Oh, ich bin jetzt in Runde... Alter. Okay, 15 Runden könnte auch erwähnen. Wobei, ich bin oft gecrashed und habe zweimal bin ich durch die Pits und scheiße. Bin jetzt in Runde 15 mit 6 Litern.
Eine ist zwischen die Blöcke gepackt in der Kurve und kann nicht mehr rausfahren. Nice. In der ersten oder in der zweiten? Ah, nein, in der ersten Wallbang-Kurve. Ja, ich will es gar nicht wissen. Die haben auch so komische Abstände voneinander, die Blöcke. So, 4 Liter hier. Kann man eigentlich... Was passiert, wenn ich jetzt raus bin, weil ich keinen Fuel mehr habe im Warm-Up? Kann ich dann wieder fahren? Kannst du dich wahrscheinlich resetten. Darf ich dann überhaupt antreten? Nee. Boah, also, Luzi, 15 Runden. Was hab ich? Ja, ich fahr halt einfach so lange, wie es geht. Also, wie gesagt, ich bin in der Mitte von Runde 15 und ich hab 2 Liter. Und ich habe in beide Richtungen ungefähr 2,5 Liter. Ich habe in beide Richtungen gleich viel. Ich habe aber schon vorher im Game weniger anzuschlossen als jetzt hier im Warm-Up. Viel gecrashed und zweimal scheiß gepittet. Also, ich glaube, ich gehe einfach bei Runde 2. Oh, Alter! Jo, das geht perfekt auf! Guck's dir an! 1 Liter, ich fahre auf die Pit zu. Oh Gott. Nice, perfekt. Alter, ich schaff's doch mit 0 Litern jetzt hier noch im Warm-Up in die Pit zu rollen, oder? Wenn man keinen Sprit mehr hat, dann darfst du nicht bremsen, sondern dann rollt man noch raus, oder wie ist das? Ja, aber das ist schwierig bei Regen, okay, bei der Pit. Ich bin in die Pit gekommen mit 0,4 Litern. Nice. Ja. Exakt auf die letzte Sekunde vom Warm-Up, okay. Fun. ELHF. Also auf meinem Server sind die Zeiten nicht so gut. Das Beste ist eine 1028. 1.04 ist bei mir. 1.028 wäre bei uns auf Platz 55. Wir haben 2.59er. Wie viel sind wir denn jetzt? Ich hab noch den Roller zugemacht. 31, oh. Das sind 11 Leute in der Division, holy shit. Ich sehe wie immer nur die ersten 20, weil das Interface nicht funktioniert auf Ultrawide. 21:9. Also bei mir funktioniert. Ich kann nicht durchschalten, links, rechts. Willst du Fenstermodus oder Vollbildfenster? Okay, ich kann auch nicht durchschalten. Ja, siehst du? Jetzt geht's. Ist aber schon ein bekannter Bug. Du kannst nur durchschalten, wenn du in Fenstermodus. Okay, pass auf, 30 Sekunden Warm-Ups sind kein Regen anscheinend. Also lasst euch nicht irritieren. Okay, am besten gar nicht fahren. Ist so, Alter. Keine falsche Masse. Ich fahr jetzt links ran hier, Alter. Ich fahr einfach geradeaus. Ich gebe nur Gas, ich lenk mich und schaue, ob ich durchkomme. Aha. Doch, es regnet. Oder nicht lenken, nicht einmal. Ich hab noch nicht gelenkt, ich fahr gerade gegen das 100-Schild. Jetzt aber Qualifier beim Trocknen wäre auch nice. Alter, Qualifier geht los. Ach, schöne Tribüne hier, auch schönes Dorf. Und Regen. Alter, wie dunkel es dann immer gleich ist. Komm gleich der Sound auch, freu mich. Ohne Regen ist ruhig. Und schön. So angenehm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Light Rain oder Heavy Rain ist. Im Artikel stand Heavy Rain. Be careful. Sag mal, kann ich gerade ganz normal fahren? Nee. Im Warm-Up, ja. Nee. Oder was? Nee, im Qualifying ist das sich gerade angefühlt, als würde ich einfach ganz normal fahren können. Über mir safe. Das wäre illegal gewesen, ey. Würde ich wahrscheinlich, wenn ich dann nicht Erster werden würde, würde ich den. Dann hätte ich dich angezeigt. Wobei, du bist dabei gar nicht in meiner Dörfer, ist mir dann eigentlich egal. Okay, los geht's, Leute. Bist du schon in der Flying, in der heißen Runde? Ich bin gerade losgefahren, weil... Ich bin in der heißen Runde. Nein, und ich stoß an, ich bin so ein Vollidiot. Ich fahr doch mal aus, Alter. Man hat doch voll viel Zeit, oder? Ja. Ich fahr nochmal zurück und hol aus, ey. Moment, bist du schon in der heißen Runde? Bist du schon in der heißen Runde? Nein, ich bin noch nicht in der heißen Runde. Okay. Aber ich bin halt in der letzten Kurve angesteckt. So, jetzt fahr ich nochmal den Berg hoch und dann geht's. Mir geht's jetzt auch in die heiße... Alter, ich bin in der heißen Runde ins Driften gekommen, in dem ersten Gras. Wieder den Berg hoch und aus. Und ich bin direkt angestoßen in der heißen Runde. Nice. Verdient. Beim Berg hochfahren. Wofür, Flitz? Wofür? Was habe ich dir getan? Ja, alles. Ja, das stimmt auch wieder. Deine Existenz. Ja. Hab dir deinen Traumjob wieder geklärt, ja? Sei mal dankbar. Nein, angestoßen bergauf. Oh. Der hätte ich auch ohne dich bekommen. Ja, da kam noch einer entgegen bergauf zum Schwung holen. KCTM joined the server, okay, den hat's anscheinend rausgeworfen bei einem Qualifying. Guter Mann.
1024 ist einer gefahren. 1017 ist bei mir fast Slap. 1076 bin ich gefahren, übel die Kacke. Ja, wo haben die alle so ein Powerlevel? Oh, da überhole ich aber noch ein paar hier so. Okay, 1.14.30. Alter, ich fahre 9 PB, ich fahre 9 PB, Leute. Ah, schlittert in der letzten Kurve. 1.6.7, ja, Alter. Ob ich eine Save? Geil, Mann, fastest Lab, ich bin Erster. 1.05. Echt? Ja, 1.05. Mann, der Schlitterer am Ende. 1.06.7, das war der 1.09, Alter. So, was ist, oh, Katze, Alter, oh mein Gott, was ist jetzt denn hier los? Jetzt sind nur noch kurz 3 Minuten oder sowas, oder? Ja. Ja, kann man. Mach ich jetzt auch gleich. Nutze ich erstmal einen Freudenwix. Was macht er denn hier? Oh, ich hab auch eine gute Zeit. Das erste Mal in meinem Leben. Was ist das Problem? Die Monitore Bildschirme. Im Stadion wurden größer. Nein! Okay. Die beiden. Oh, also auf den Village nochmal ausprobieren. Ah, ja, ich sehe es, die sind ja riesig, what the fuck. Und dadurch sind halt auch 2 Fahnen direkt davor. Alright, bei mir geht's auch gleich los. Good luck, Stefan. Hat Rumänien und Portugal auf der Seite. Nein. Ah, Rumänien ist die blau-gelb-blau-rote. Genau, blau-gelb-rot ist Rumänien. Nee, es ist... Ja, mach mich, ich bin... Los geht's! Geo gemacht und so. DLF. Alter, ich... In der Boyband-Kurve ecke ich auch voll auf innen an. Weil ich dann doch zu krass lenke. Damn, einer... Alle fahren flüssig und nur einer mittendrin zuckelt sich übel den Arsch weg, Alter. Der portet rum. Hast du nur einen Sonnen? Übel am Hecken, der heckt doch. Der zuckelt übel nach vorne. Warum bin ich eigentlich hinter dem Feld schon wieder hier, du? Fängt ja gut an. Nicht fahren, Leute. Ah. Ablenkung, das ist nur Ablenkung. Oh Gott, alle Spieler raus. Fuck, ich wollte eigentlich meine Musik noch lauter machen. Naja. Mach ich gar keine Musik an diesmal. Nur die beruhigenden Regengeräusche. Einfach dabei einschlafen. Sekundenschlaf. Also man. Und ich bin. Oh Gott. Alter, wie viele hier? Oh, Katze auch da. Da kenne ich jetzt den Skin. Nein! Oh, in der ersten Kurve in die Wand gedriftet. In der zweiten Wolving-Kurve, scheiße. Alter, sind die hier alle eng aufeinander? Oh, damn. Nach einer Runde hat sich das Feld ordentlich auch auseinander gezogen. Nein, ich hab. Oh, da kann man auf jeden Fall mit Ghosts fahren. Ja. Dann kann man sich oft an den anderen freuen, wenn sie irgendwo anstoßen. Ja. Ah, fick. Ah, fick. Kann ich eigentlich. Ja, das hier sind die offiziellen TMFL-Namen, ne? Aber vielleicht kann ich die auch anlassen. Die Strecke, da muss man sich nicht so weit aufs Voraus konzentrieren immer. Hier sind keine Nazca-Level der Konzentration. Hallo Katze, zieh da vorbei. Ah, der GameCube-Controller ist am Rauchen. Sorry, sorry. Mann, diese beschissene Kurve, Alter, ich sag's alles euch. Alles gut, alles gut. Okay, nice. Ich sag's euch, diese Kurve. Ja, genau. Alter, Ulo. Luzi, wo hältst du den Controller eigentlich? Ja, gerade eben auf dem Tisch halt und das ist ziemlich nah am Mikrofon, aber es ist auch irgendwie sehr angenehm so. Oh, fuck, Mann, ich hab jetzt, ist Runde 2 und ich hab jetzt schon keine Konzentration mehr. Fuck. Ich finde es viel schlimmer als Nazca, gell? Ja. Ich find's ganz nice. Den echten Regen, ich bin auch irgendwie gut in meiner Division. Lol, Gerd Feld ist hinter mir. Was ist los mit dem? Der ist einer der Besten aus der Division eigentlich. Fand kein Regen. Wie ist das eigentlich mit schlechten Reifen und Regen? Hat das jemand ausprobiert? Ja, ja. Ich bin ja, ich bin gefahren bis mit 0,4 Liter. Ey, kein Unterschied. Kein Unterschied. Okay. Du fährst, mit schlechten Reifen, also fast kein Unterschied. Du fährst mit schlechten Reifen ja eh so wie wenn's regnet. Hubert ist raus. Der ist vor mir. Mhm. In Standings. Alter, der erste ist irgendwie krank weit vorne. Damn, ich bin völlig. Aber ich bin Zweiter. Ich bin Platz 23. Ja, der erste ist 9 Sekunden vor mir nach 3 Runden. Bei mir auch, genauso halt. Nur in einer anderen Division. Jo, Leute, ich kann ein Pitstop-Strat machen, wenn es so weitergeht. Ein Pitstop? Mach 0 Pitstops. Oh.
Die erste Herpin ist immer gefährlich bei mir. Jo. 58,7, Alter, krasse Zeit, das geht. Habe ich andere Fahrer ausgeschalten? Nee. Oh Gott, oh Gott. Bin einfach nur krank weit hinten. Ich bin gerade beim Gras rausgehauen. Na gut, schon mal. Ich bin gerade 1,03 gefahren. Schauen wir mal, wann wieder ein Feld kommt. Nein, Full Stop. Ich hatte 4 Leute direkt vor mir. Ah ja, du bist direkt hinter mir gewesen. Oh, der erste näher rangekommen. Obwohl ich Scheiß gebaut hab, geil. Er ist auf der 5. Alter, das wird eine neue PB. Nochmal schneller, Alter, obwohl ich einmal angeeckt bin. 1,5,2. Ne, 1,5,0. Er ist auf der 4. Sehr gut. Oh, da ist er wieder auf der 5. Scheiße. Also bei dem Rennen gehöre ich echt irgendwie in Division 20. Ah ne, die wurden ja zusammengelegt, ne? Mhm. 20 bis 17. Oh, bei mir ist einer out, give up. Er hatte keinen Bock mehr. Ja, einer ist für uns auch schon draußen. Und vermutlich... Gerd Feld ist schon out? Deswegen ist er hinter mir, lol. Ah, hab ich ihn fertig gemacht, wa? Okay, jo, dann, das heißt... Rausfliegen ist possible. Gerd Feld ist aus, Jack ist out. Ja, aber es kann sein, dass die Game Crash hatten oder so. Ah, okay. Weil, also, nein! Bei einem habe ich es nicht gelesen. Oh. Und beim anderen, der hat Give Up, also der hat manuell aufgegeben. Oh mein Gott, oh, vielleicht auch geflippt, keine Ahnung. Ist hart in die Wallbang-Kurve reingecrashed. Alter, ich bin. Ah, ich bin letzter, ich bin dead last auf dem Server und ich sehe ihn nicht mal annähernd. Vor mir, der erste ist 8 Sekunden vor mir. Das wird ein einsames Rennen, Mann, wie in Season 1. Ah, oh, nicht der erste Kurve. Oh, ich sehe den ersten vor mir. Yo! Alle jetzt nicht übermütig werden. Oh, ich werde gleich. Es ist Runde 6, ich werde gleich überrundet. Fastest Lap 58 Sekunden? Willst du mich verarschen? Ich war Fünfter, jetzt bin ich 12. und ich crash noch mehr in die Wand. Scheiße. Direkt am Uphill. Nein. 14. Oh mein Gott, was ist geschehen? Warte mal, ich habe gerade einen überholt. Hat er gecrashed oder ich hab den nicht gesehen? Oder zweites, drittes 10 Sekunden hinter mir. Ah, verfickte Scheiße! Geflippt. Ja, das wird neue PB. Man kann die Wallbank-Kurve trotzdem. 04, 2, 1, 0, 4, wenn man weit links wallbankt. Und der erste ist vor mich über. Alter. Mein Rennen heute. Da ist wieder Katze. Oh mein Gott, der liegt da links im Graben. Lol. Das Katze? Nein, der Typ, den ich gerade überholt habe, wo ich mich gefragt habe, ob ich Autos aus habe, weil ich ihn nicht gesehen habe. Achso. Ich habe jetzt mal Namen eingeschaltet, weil wenn ich immer nur ein, zwei Autos sehe, dann ist es ganz interessant. Nein. Ja gut, ne? Bin ich damit erstmal wieder nur letzter von den Fahrenden, aber Platz 21, wenn noch einer ausscheidet. Ey, dass nur 24 Leute fahren bei mir auf dem Server heute. Nein, Wallbank-Kurve, Scheiße. Wallbank-Kurve. Haben die alle keinen Bock auf Regen, oder? Wohl, ja. Weiß nicht, sonst sind wir halt doppelt so viele. Oh, fuck. Oh, Katze, hab ich ihn wieder geholt. Da wollte ich zu viele, ey. Jetzt ist er 6 Sekunden vor mir wieder. Scheiße. Mann, ich muss mir Hupen wieder binden. Ich habe Hupen entbindet gehabt für TCS. Oh, 1-0-1 gefahren. Oh. Ah, scheiße. Sorry. Da liegt da, der Black Wizard. Oh, der schummelt sich noch durch den Graben. Der probiert noch raus. Warte mal, wie viele Runden sind's? Alter, 46. 46.
Scheiße, weil ich bin ja Zweiter halt, ich werde nicht überrundet, Mann. Ja, dann musst du 1,16 fahren, wenn du es schaffst. Ja, ich probier's mal. Oh, da kommt Vico Bert langsam von hinten. Fuck. Ich hatte schon gehofft. Ich wagte schon zu hoffen. Mann, wenn Katze nicht so lecken würde, dann wäre das hier ein geileres Duell. Um den Vorletzten. Nicht so. Nein, viel. Nicht schon wieder die Wolken. Scheiße, Alter. Oh, Lutzi, so wie ich das anhört, fährst du keine 16 Runden, wenn du immer crashst. Ja, ist echt so, ey. Ich jetzt bin Runde 10, hab 38 Liter, aber 54% Reifen. Gott, die Namen doch bitte aus. Danke. Katze und ich kämpfen um den 20. Platz, der 19. ist 20 Sekunden vor uns. Damn. Nein, ich habe mich verbremst, da kommt er vorbei. Was soll das? Und da kommt Gerd Feld an mir vorbei? Was? Nee, ach so, weil er aufgegeben hat. Ich wurde überrundet das erste Mal. Okay. Ist wieder ein Namensbug, ne? Das war Tivo. Was sind so die, wenn ihr Zeit habt, nicht sofort schauen, die fastest Laps auf euren Servern? 56.0. 58.7. 1.00. Bei mir ist auch 58.8. Fuck, ich fahr ganz so ohne Scheiße zusammen, wenn der dritte kommt gleich mal nicht. So reicht der Sprit echt nicht, ich muss mal vorsichtiger sein. RIP Black Wizard, hast dich nicht rausholen können aus dem Loch. Das war eine gute Runde. Nämlich? 1-1. Ah, und jetzt, oh Gott, erste Kurve. Puh. Starke Zeit. Oh, da werde ich überrundet. Ach ja. Ah, oh, vor Flönz, dann erfasse ich jeden Fall. Ah, du Drecksau. Aber auch ganz knapp, ey. Ja, ganz knapp. Ich glaube nicht, dass ich nochmal schaffe. Ja, mal gucken. Zweiter kann ich werden, Jungs. Ich kann Zweiter werden. Das ist das Ziel. Hoffentlich fliegt noch einer raus, dann werde ich... Nächste Runde tanken. Nächste Runde tanken. Was? Welche Runde bist du? 11. Ach, du machst 3 Stops. Ja. Oh, da vorne, ich sehe den zweiten. Ah, fuck, Alter, wieso sind da auch... Ach, warum geht denn jetzt... Ach, das war ein Riesenfehler. Scheiße. Boah, der zweite ist angestoßen. Oder ist das ein Über... Ah, das ist, glaube ich, ein Überrunder. Ach, das war... Nein, das war der zweite! Und ich bin angestoßen. Ich habe eine krasse Zeit. 1,05. Nice. Also 0,5. Bam, 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 bam. Ah, 5 Plätze gerade verloren, weil ich in der letzten Kurve rausgeslidet bin. In den Wallbang! Oh shit, das kostet. So, da wurde ich vom zweiten überrundet, okay. Da habe ich einen Platz verloren. Damn, sind die schnell, Alter, ich... Trau mich nicht, ich fahr einfach nur. Ab in die Pit mit mir. Erstmal ab aufs Gras dahinter sliden. Ist doch wie es ist. Fuck, Mann. So hole ich den nie wieder. Ey, komm. Diese Wallbankhof, ich hab Fullstop, nein. Scheißdreck. Hatte ich auch gerade. Nein. Ich fühle mit dir. Läuft's bei euch allen sonst so gut, oder was? Kann mich beklagen. So halt. Ich hab grad voll aufgeholt, jetzt bin ich wieder voll im Arsch. Aber ich war auf jeden Fall der Einzige, der bei 12 Runden in die Pit ist. Ich mach 14 Runden. Naja, es macht halt keinen Unterschied, ob du 12, 13 oder 14 machst. Ja, aber dann fahr ich doch bei 12. Ja, aber das... Oh, Katze, ist ja... Katze macht Runde 11 erste Pit gerade. Na gut, das ist ganz dumm. Also ich bin in Runde 14 mit 17 Liter. Also. Schaffe ich das 16? Und direkt die Penalty. Was hat bist du? Recht. Was bist du? Was bist du, Luzi? Nochmal? Runde 14 mit 16 Liter. Boah, wie weit in Runde 14 ist die Frage? Du brauchst ungefähr 6 Liter pro Runde. Ich fahr gleich da ganz hoch, höchster Punkt. Boah, das wäre schon, ist schon risky. Oh, der Lutzi lebt fürs Risiko. Musst du wissen, sag ich mal so.
Guck mal, wie viel du hast, wenn du die 15 den Berg runterfährst. Ja, wenn ich in der Rennrunde die 15 bin, gucke ich einfach. Wenn du den Berg runterfährst und du hast noch 7.x, ich würde es machen. Ich würde es, glaube ich, über 6.7 beim Berg runterfahren, würde ich es noch. Ah, guck mal, noch einer mit der 12 Runden. Nein, ich komme übelst in den Slide in der letzten Kurve, ich habe gar nicht gebremst. Nein, und nochmal, das gibt's doch nicht. Scheiße, Alter, das kostet Sprit, man. Nee, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Das waren die Reifen, Luzi. Nein, und nochmal, ich hasse diese Drecksscheiße. Nee, die Reifen sind noch 34%, ich bin eigentlich noch mit Schrott. Hey Leute, ich bin Erster. Warum bin ich Erster? Weil die anderen vor dir pitten. Ich hab gar keinen überholt. Weil die gepitten sind. Ja, die gepitt gegangen sind. Ach, Pit, ach, ja klar. Logisch. Logisch. Danke. Damn, ich glaube, ich kann auch zwei Stops mit 14 machen. Nur so eine Vermutung. Mann, dann krieg ich da den Slide rein. Also, ich fahr den Berg runter mit 7,8. Oh, ja dann. Würde ich, aber ich darf halt nicht anstoßen, ne? Ich glaube, ich mach's lieber später. Ich gehe jetzt ins Pit. Hey. So dumm. Nein, ich bin nicht im Pit. Fuck, Alter, ich dachte, man muss hier pitten. Scheiße. Lol. Alter, hab ich jetzt viel Zeit verloren, Mann. Das ist ja unlucky, ey. Oh, so, jetzt auf 100. Und dann fahre ich jetzt mal vorsichtig und dann gehe ich bei Runde 31 wieder rein. Holy crapo. Oh, ich glaube, der Erste bei mir macht auch die 16-15 Strat, weil der ist jetzt im Pit und er hätte mich fast das zweite Mal überrundet. Ach Mann. Oh, dieser Regen macht mich einfach kalt. Macht mich nass. Warum ist der jetzt 10 Sekunden vor mir, Alter? Was soll denn das? Auch gepittet oder nicht? Oder hat er nur nicht gepittet, die dann Runde 16? Du hast ja ein bisschen Probleme gehabt im Pit. Der Tank hat mich gefickt. Ja, aber 10 Sekunden? Der war ja 10 Sekunden hinter mir. Ich hätte 20 Sekunden verlieren müssen. Das habe ich safe nicht. Ich glaube, der hat nicht gepittet. Der pittet wahrscheinlich 16. Ich bin gerade wo geslidet, wo ich mit guten Reifen. Also der zweite ist vor mir halt. Der erste war klar, aber dass der zweite vor mir ist, ist weird. Ich habe ja schon zweimal vergessen, dass ich in der letzten Kurve bremsen muss. Das darf mir nicht mehr passieren. Same. Ich komme gar nicht klar auf der Map. Leute vor mir haben gepittet, jetzt habe ich wieder nur noch 5 Sekunden Abstand, weil ich noch nicht drin war, lol. Die sind über eine Pit vor mir, ey. Jetzt ist der zweite Pit, yo, ich hab's gehört, der ist 16 reingegangen. Easy, Alter. Also, Sider bin ich safe. Der erste ist aber 30 Sekunden vor mir, das ist krank, ey. Vielleicht muss ich doch nicht pitten. Weil, vielleicht muss ich doch nicht auf 16 gehen. Hallo, bremst doch ab. Was ist denn los mit ihm? Ich stoß zwar nicht zu oft an, aber ich komme zu oft in Drifts rein. Mhm. So, auf geht's in die Pit. 99.9, perfekt getankt. Alter, das 0,1 kostet dich die 16. Runde. Nein, volle Kanne in den Wallbang. Ich hab's nicht geschafft, mein Auto perfekt zu stoppen, oh damn. Ach, ich bin 35 Sekunden verkatzt gewesen, weil der Penny verschissen. Nice. Oh, Bullshit, was soll das denn? Nein, am Uphill Fullstop. Okay, muss ich ein bisschen konzentrieren hier. Ja.
Boah, ich hatte den Lag, Alter, fuck. Freeze. Bei mir läuft das Game viel besser als auf den anderen Maps. Ja, aber dafür ist halt Boss Bravo hat eben geschrieben, dass der Memory Leak wohl gefixt worden ist von Madeo. Ah. Boah, boah. Vielleicht gehe ich auf Slowest Round worldwide. Oh. Ich hatte aber gerade einen kurzen Ruckler. Nein, das war so eine gute Runde. Wäre eine 59er Zeit gewesen. Nein, nicht den. Oh, auf 100 km/h vom Uphill. Oh, das ist teuer. Mann, warum war nicht meine Map das Full-Regen-Race? Da ist es egal, ob ich gut oder schlecht fahre. Deine Map wäre richtig scheiße gewesen. Das ist Regen. Geil gewesen. Alter. Alle mich gehatet hätten. Und mir wäre es egal gewesen, weil ich eh nicht finishen hätte dürfen. Oh. Ja, oh, der erste hat einen Fehler gemacht, 10 Sekunden verloren, nice. Trottel, jetzt nur noch 30 Sekunden von mir. Aua. Ich hatte so schön Tilt vor mir. Mhm. Alter, ich bin übel Tilt. Ja, war ich gerade wie du. Wie ich? Ja, richtig scheiße. Ey, das glaube ich nicht, dass du auf diesem Niveau fährst. Das kann man sich nicht anschauen. Grüße gehen raus am Chat. Alter, schon wieder übelst den Freeze, ey. Zweit mal jetzt, man. Hoffentlich passiert das nicht öfter. Was, Game Freeze oder was? Einer fährt rückwärts bei uns. Ich glaube, ich hatte gerade auch meinen ersten FPS-Ruckler. Mhm. Oh, oh mein Gott! Ja. Das war na das? Nur weil ich mich zurückgelehnt habe beim Lenken. Ja, schlechte Entscheidung. Nein, nein, nein. Oh. Ah, trotzdem angeschossen, ich Idiot. Oh, das Rennen hat so gut angefangen. Was war ich denn jetzt für eine Scheiße zusammen? Wenn Katze alle 11 Runden pittet, dann muss er ja gleich wieder rein. Hab ich ihn wieder. Na gut, ihr habt ja bei euch einen, der ziemlich gut fährt, ne? Ja, der ist 2 Laps überrundet. Ja gut, dann müsst ihr auch bei 11 Runden Strat mit 3 Stops auskommen. Wenn jetzt im Nachhinein die 15 Runden wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen, aber jetzt ist es zu spät. Was hast du jetzt gemacht? 12? 13? Ich bin jetzt bei 12 rein, ja. Ich fahre eine neue PB. Einfach einmal 18. Ja, mach ich mal kurz. 1, 3, 7, Alter. Ach, leck mich doch am Arsch, diese Kurve, Mann. Wie viel geile Zeiten, ne? Ich fahr mal kurz 4 Runden, ohne Gas zu geben. Rückwärts. Ja. Braucht man rückwärts Sprit? Ich hab auch nicht vollgetankt, also... Alter, wieso hat er denn jetzt nicht richtig gebremst, Mann? Was? Halt die Fresse! Alter, ich glaube, es wird schon wieder eine PP. Ah, dann wird sie übel am Rasieren.
Nein! Angestoßen! Fuck you! Letzte Kurve, Mann! Ach, schade. Wollte ich zu viel. Ja, letzte Kurve auch gerade so der Erzfahren bei mir. Ja, dieser Poller. Leck mich doch am Arsch, diese dumme Wallbang-Kurve. Ja, ich hab grad Boss Barber abgezogen. Jetzt könnte auch mal wieder einer rausfliegen auf dem Server. So. Ja. Wieder Freeze, Mann, das ist ekelhaft langsam. Haben sie den Memory Leak Bug nur bei den Servern gefixt, aber nicht bei den Clients? Ah, das kostet Zeit. Da würde mich bei Nadeo nicht wundern, wenn die das schaffen. Ja, den gibt's doch sogar. Du musst mal am Ende vom Game auf deinen eigenen RAM schauen. Alter. Das hat mich gerade fast gekostet, der Freeze. Nein, Alter, jetzt rutsche ich in der letzten Kurve, Mann. Letzte Runde bin ich angestoßen, fuck. Ist das jetzt? Wechseln. Nächste Runde pitten. Übel, das Mann. Jetzt mach ich nur noch Scheiße hier gerade. Oh, fuck. Und es ist auch so useless, dass ich. Ich sehe immer so, ja, geil, da ist einer, mit dem kann ich konkurrieren und dann überhole ich ihn und dann fällt mir auf, jo, eh schon eine Runde vor mir. Sehr demotivierend. Oh, einer geht jetzt in die Pit? Okay. Nein. Warte mal, MMA Prime fährt vor mir, der hat auch den Paul Cut gemacht letzte Woche. Pitten. Schon zweites Mal pitten, du machst ja auch weniger, ne? Das ist ein Joke, Alter. Da hole ich immer auf und dann kommt immer irgendein Scheiß. Nein, wieso slide ich denn jetzt hier raus? Nein, warum slide ich denn hier raus? Plus 10 Sekunden auf dieser Scheißrunde, Mann, das ist so ein Rotz. Fuck. Oh nein, die sind alle schneller als ich, aber die machen dann dauernd Fehler und überhole ich sie, dann kommen sie wieder vorbei nach 5 Sekunden und crashen wieder irgendwo in die Wand. Oh Gott, sie hat die Pitstrat angepasst. Komm. Ah, wieso slidet der denn jetzt hier auf einmal? Nein, das frisst. Doomsday mit der gleichen Strat wie ich. Wieso bin ich denn jetzt hier in den Nein! Drift gekommen? Ich bin nach dem Start gecrashed, weil ich zu weit rechts war. Fuck. Ich mach nur noch Scheiße gerade, ey. Ich könnte Erster werden, weil der muss nochmal pitten, der Dude. War nett, wenn ich. Was, okay, als ob ich da ausbreche? Und verarsche dieses Game. Alter, schon wieder Freeze? Oh, ich bin eine neue PB gefahren. 1.049. Ja, ich hab gerade komplett gelost. Ich bin aufs Gras, Fullstop, ich werde auf ca. 20 droppen oder so. Also Paul, ich bin in Runde 24 und ich bin seit ungefähr 23 Runden mit Abstand letzter. Ich fühle dich. Aber die Runde gerade hat sich eigentlich ganz geil angefühlt, wenn ich die... Ja, wenn ich die halten kann. So viel dazu. Mm-hmm.
Hä? Was war das für ein Slide vom Berg, Mann? So ein Scheiß. Ich hab wieder 3 Sekunden verloren. Fuck, Mann. Bam. Dieser MMA Prime, ja? Die ganze Zeit so sehe ich den irgendwie vor mir, hinter mir so, aber er ist halt eine Runde vor mir. Und seitdem, ich glaube, ich hätte einfach 20 Runden mehr Free Practice gebraucht. Alter, schon wieder ins Rutschen gekommen in der letzten Runde. Das kostet so viel Sprit, Mann. Ich komme schon wieder nicht auf 31. Fuck. Welcher Platz bist du, Luzi? Weiter. Wie viele Fahne ich bei dir? Ungefähr, wie viele fahren bei dir? 11. Jetzt irgendwie. Oh shit. Mann, ey, ich hab keinen Bock mehr. Das wird aber schon ein bisschen knapp bei mir mit dem zweiten Pit, glaube ich, diesmal. Was ist das? Warum rutsche ich hier die ganze Zeit in einer Tour? Nein, full stop. Oh mein Gott. Ah, einer ist raus, der ziemlich weit vorne war, glaube ich. Hoffentlich. Also ich glaube, Kirito war relativ weit vorne. Aber das werden wir gleich sehen. Wobei, Runde 25. Nee, okay, dann sehen sie uns schon vorbei. Katze, Katze, wo ist Katze? Ich hab ihn verloren, aber er ist nicht in der Pit, ist er rausgeflogen? Oh ja. So, wenn ich das jetzt halte, bin ich wenigstens Top 20. Ich meine, von 21 aktiven Fahrern, aber ist ja egal. Was für eine krasse Wallbang-Kurve. Krass gut oder krass schlecht? Krass gut. Mit guter Geschwindigkeit durchgekommen. Ohne zu driften. Oh, diesmal wird die Pit in der 15 aber ein bisschen knapper als vorher. In der 30 aber ein bisschen knapper als vorher. Nice. Also der Beste bei uns. Bei uns, bei uns 58.1. Uff. Was macht der hier? Nicht aufsteigen. Boah, letzter Pitstop. Also ich glaube, Switchy ist kurz davor, in Division 2 aufzusteigen. Wo ist Ice Crusher eigentlich? Weiß Magenbutter ist out. Der ist bei mir in der Division. Ah. Ein Platz vor mir. Und Haifischstein mit einer Penalty, okay. Da geht was. Okay, ich fahre mit 7,5 in die 31. Runde. Oh fuck, Alter. Jetzt ist der Pressure on, Alter. Godspeed. Aber der erste ist nur noch 17 Sekunden vor mir, weil der noch. Alter, neue PB. 1013. Irgendwo verliere ich gerade immer Sprit, es wird arschknapp bei mir. Hast du einen Leck? Weniger Gas geben. Weiß nicht, ob weniger noch geht. Mehr rückwärts fahren. Nein. Berg runterrollen lassen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Alter.
drei Liter. Andererseits wurde ich schon dreimal überrundet. Das heißt, ich fahre jetzt einfach Runde 29 in die Pit. Alter, drei Liter den Berg runter. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können auf diese Idee. Ach Quatsch. Statt mich zu stressen. Was ist denn da, Digga? Was soll das? Wo ist denn da der Spaß? Nein, ich habe eine Penalty bekommen, ich Idiot. Und mich dreht's ernsthaft da wegen fucking Tank. Halt die Fresse, Alter. Scheiße Penalty, ich Vollidiot, Mann. Okay, letzte Pit, auf geht's. Ich glaube, die Penalty kostet mich den ersten Platz. Der muss nämlich nochmal pitten, ne? Penalty, oh Mann, was? Ich war doch unter 130. Oh Mann. Aber dir jetzt erst schon egal. Ja, nee. Bei mir ist noch Kampf um 20. mit Katze. 40 Sekunden hinter mir gerade. Wird das ein Kampf? 40 Sekunden? Naja, er hat einen Pit-Vorsprung hatte ich und einmal Penalty. Und jetzt habe ich wieder Pit mit Penalty. Achso. Und jetzt sind wir wieder aufeinander dann gleich. Okay. Aber er muss, glaube ich, nochmal pitten. Also würde mich wundern, wenn nicht. Los er pittet mal in zweiter Runde 32. Lol, was macht denn der? Der geht auf 16-16, ey. Digga, kannst du noch da? Wenn er Spaß dran hat. Ja, verrückt. Hat sich verrechnet. Hätte ich theoretisch aber auch geschafft. Vom Spritter. Also ich hatte 1,5 Liter in der Pit. So, Katze, das sind wir wieder. 7 Sekunden vor mir, wa? WTF, ich bin auf Platz 16 und der nächste ist 46 Sekunden vor mir. Der geht echt in Runde 32 in Pit. Und jetzt haut es mich auch noch raus, was soll das denn? Also jetzt dritter. Wieder. Geil, GG. Ey, Flip. Oh, Mann. Was, bist du geflippt? Nein. Oh, steck den Kopf in den Sand. Der erste. Fuck! Der letzte, der erste ist genau eine Runde vor mir, aber der muss nochmal pitten. Wie lange dauert Pit? Wie viel muss ich aufholen? 30 Sekunden. 30 Sekunden, muss ich 30 Sekunden aufholen, alles klar. Damn. Hier, da haben wir noch 15 Runden. Easy. 14, 13, keine Ahnung. Nein, nicht die Wallbank-Kurve! Ich Vollidiot! Wieder Mund verschließen, Schlüssel wegwerfen. Mann. Warte da jetzt. Ach, okay. immer wenn ich Zeit aufhole, dann kommt passiert sowas. So, nächste Runde in die Pit. Nächste Runde in die Pit. Oh, Katze, ich sehe ihn wieder. Hallöle. Damn, da ist er wieder auf Platz 20. Let's go. Oh, und ich kann den Abstand ausbauen. Komm schon, noch mehr ausbauen. Baugenehmigung. Einer vor mir ist out! Aber das nützt nichts, wenn die direkten Konkurrenten alle auch vor mir sind. Naja, aber ein Platz ist ein Platz, ne? Ja, naja, aber wenn die alle vor mir auch einen Platz bekommen. Aber klar, hast recht.
Die würden auch einen Platz bekommen, wenn sie hinter dir wären. Wo bin ich da ins Leiden gekommen? Fuck. Scheiße, ich bin beim Aufstieg gecrashed. Ich höre doch Katze schon hinter mir. Ja. Wow. So, ich muss ungefähr auf 80 Liter. Nicht mal, es sind nur noch 11 Runden. Eher auf 75. Ah, Katze ist in der Pit. Jetzt habe ich einen guten Vorsprung. Jetzt einfach ganz entspannt runterfahren. 10 Runden noch. Mega Leck. Meine Fresse, und das in der scheiß Wolbing-Kurve. Oh, dieses verdammte Dreckspiel. Oh. Eieieiei. Nein! Das komischen Geräusche aus der Musik. 57,6. Der Beste bei euch, oder was? Ja, ist gerade der eine gefahren. Der ist nicht mehr Erster am Rennen. Nee. Mein Erster hat gerade eine Minute gefahren. 1.009. So, letzter Pitstop. Hä, wieso bin ich denn jetzt hier ausgebrochen? Ja, das weil du die ganze Freiheit Zeit liebst. Ah, man muss dich schon hassen. Einfach ein liebenswerter Dude. Und ja, los geht's. Okay, NTFL Brown ist 30 Sekunden vor mir, wenn der nochmal pittet, Leute. Das wäre der Dream. Burns, du hast keine Pit mehr geplant, ne? Nee. Gut. Also Mission 10 Sekunden aufhören. Mach mir nicht so einen Druck jetzt. Ja, ganz ruhig. Du kannst ja auch einfach die 10 Sekunden auf Doomsday aufhören. Oder nee, warte, 2 Sekunden sind das bei dir, ne? Ist ja mein Delta. Ja. Okay. Nice, der ist nochmal in der Pit. Ha, geil! Ich glaube, so ein, zwei Dudes von denen vor uns müssten noch in der Pit, weil die auch eine 3-Stop-Strategie haben. Okay. Also Top 10 dürfte für uns beide sehr realistisch sein aktuell. Loving you is easy. Nein, ich komm wieder aufs Gras. Wie nennt man das denn? Kein Bock mehr, Alter. Sag mal, ist mein Drift-Sound ist das, was so komisch kaputt sich anhört? Kann es sein? Nee. Ja, das ist letztes Controller. Nein, bei mir ist immer so ein... Erst dachte ich, jetzt ist auch noch Gewitter auf der Map. Werd vom Blitz getroffen oder so. Aber... Keine Ahnung, wo das herkommt. Komm schon, 10 Sekunden muss ich noch gut machen. Dann bin ich Platz 5. 10 gute Sekunden noch machen. Was ist denn jetzt mit Doomsday los? Na du, was ist denn mit Thorsten? Ja, der hat gemerkt, dass ich in seinem Nacken atme. Ah, okay. Aber Mann, wenn ich einmal diese Kurve nicht ausbrechen würde, dann hätte ich eine neue... Also als 8-Platzierter. Ja, also das ist jetzt... Also ich hab so Durst. Dann trink was. Geht nicht. Mach Mund auf, genug Speichel im Mund. mach einen Mund auf und Kopf nach oben. Mann, jetzt bin ich angestoßen, ihr Wichser. Lass hier vom Dani wieder ein Röhrchen bringen. Nee, Mann, das hat nicht funktioniert. Brauchst du einen Rucksack mit so einem... So einen Bierhelm was? Brauchst du. Ich ja, bin Bier, von der Strecke gefallen. Ich bin weg, ich bin raus. Wo bist du runtergefallen? Hier komme ich nicht mehr raus. Wo bist du runtergefallen nach dem Start gleich? Ja, bei der Rechtskurve nach dem Start. Ja.
Ja, ist bei mir auf dem Server in Runde 2 einem passiert. Und da bin ich, ja, da bin ich im Graben, da komme ich nicht mehr raus, geil. RIP. Der hat versucht sich noch rauszuschaukeln, 4 Runden lang oder so, aber... Warte. Pepperoni. Nice Game, deinstalliert. Oh, nein. Alter, hier bin ich schon lange nicht mehr. Alter, übel geil gewallbank, die Wallbank-Kurve. Okay, ich habe noch 20 Sekunden Vorsprung, den ich jetzt noch 6 Runden halten muss. Nee, 4 Runden. Oh, mega leck. 5 Runden muss ich den noch halten, oder? Nee, warte mal, der ist 4 vor mir. Alter, was ist los mit meinem Gehirn? 4 Runden muss ich es noch halten. Mach jetzt Gehirn. Gehirn. Gehirn, ey. Damit kann man denken. Glaube ich nicht. Ich würde gerne jetzt einmal noch diese Wallbank-Kurven einmal gut nehmen. Bin immer blau vorher, also grün ist es ja hier. Alter, das wird eine neue PBE. Einfach beim Checkpoint-Releasen. 1-0-2, Alter! Alter, Legende, Luzi. Beim Checkpoint-Releasen? Okay. Ja. Probier's mal aus. Da bekomme ich ganz gut durch, Alter, die, durch 2D, die Kurven. Alter, 2D Bestzeit auf dem Server. Ja, da hat mich Tilti. Ich habe auch gerade eine Sekunde fastes Lap für mich gefahren. Oh, und jetzt eine Scheiße. Ich verkacke immer die erste Kurve, nachdem ich eine gute Runde gefahren bin. Weil ist so, ist von so. Dieser grünen Einblendung so Kacke, Mann. Ja, aber die Geschwindigkeit ist ja dann ganz anders, weil du ja schneller warst. Ja, dann. Ja. Ach, jetzt slide ich hier raus. Okay, Pflanz, du kriegst wieder ein bisschen. Ja, ich bin auch dem passiert. Ja, okay. Ich bin geflogen. 5 Sekunden muss ich noch aufholen, Jungs. 5 Sekunden. Aua. Ich muss nur meinen Abstand halten. Ich muss es nur halten. Sieben Sekunden damit verloren. Uff. Nein, und ich komme in den Drift. Oh, jetzt ist der erste im Pit, Alter. Luzi. Ja, den. Ich channel die Energy. Nicht, der ist 1:04 vor mir halt. Energy channeln. Aber der zweite ist 46 Sekunden, der dritte ist 46 Sekunden hinter mir, also easy. Zweiter Platz ist mir auf jeden Fall sicher. Außer ich flipp nochmal. Vielleicht soll ich bis fahren, aber ich der 19. ist nur noch 9 Sekunden vor mir. Ja, wieso rutsche ich denn jetzt hier? Krieg ich's noch hin in den 2 Runden, wenn er noch Fehler macht, Mann. Und ich nicht. Alter, wenn der jetzt noch einen Fehler macht und ich nicht, Alter. Damn, das wäre so sexuell. Neun. 10-6, nevermind. Nein, da vorne ist er. Ich habe seinen Namen gesehen. Oh mein Gott, da ist er vor mir. Leute, den kann ich noch holen. Der ist nochmal in der Pit. Ach, was ein Loser. Den kann ich doch nein, noch nicht schon wieder in der letzten Kurve. Fuck, Mann. Oh Gott, Alter. Der hat jetzt die Muffe voll, Alter. Wenn da jetzt der blaue Flitzer an ihm vorbeizieht auf die 19. Lenz! Ja? Let Luis pass for the championship! No! Oh, das ist für mein eigenes Ego. Ah, scheiße! Ah, zu viele Fehler gerade. Können wir jetzt ein Gyros-Peter? Oh, könnt ihr? Was gönnt er sich? Ach, Gyros-Peter-Brot. Oh gönnt, mein Gott, heute jetzt auch so auf uns. Der ist direkt hinter mir. Oh mein Gott, das wird jetzt nochmal ein Fight. Also noch 3 Sekunden. Ah, oh, da musste sogar noch einer von mir hin. Ja, er wollte snipen und er ist. Alter, komm schon, Baby. Da fällt ja nochmal eine PB um 1 Sekunde. Fickt euch. Aber keine 59. Alter, wenn ich das schaffe, dann wird er gleich auf Discord markiert in der Bierstube. Was ist das? Warum darf ich die letzte Kurve nimmer? Ah. 3 Runden in Folge. Geil, jetzt kommt nochmal das Adrenalin von den letzten Runden rein. Was wäre? Nissan Cube ist jetzt nochmal in der Pit? Lol, hat sich voll verrechnet. Ja, wäre cool, wenn es hier auch noch irgendwem passieren würde. Oh. Scheiße.
Muss nur noch eine Runde fahren. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, habe ich da gerade den 19. Platz weggeworfen? Wo ist er hinter mir? Ich sehe nicht. Ach komm, Alter. Bild, wo hast du das so viel rausgeholt, du Hurensohn? In den Kurven! Wieso? Wieso tust du mir das an? Kuschere Reifen! Mann! Oh. Komm schon, Full Fokus, Leute! Ich mach noch die 19! Oh, war das knapp am Ende, ey! Ja, aber Top 10, Alter. Nice. Ja, sehr gut. Gutes Teamresultat. Okay, 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 okay. Oh mein Gott. Also wirklich, bei Bergabkurs hast du mich dann überholt gehabt. Ja, dieser Kurvenkombination auf dem Peak oben auch war, habe ich ordentlich aufgehört. Oh mein Gott. Na komm, fahren Ziel. Gott, ich hab Brown fertig gemacht, Der eine vor mir hat geschrieben, er hat gedacht, er braucht noch 13 Runden und ist nochmal in die Pit gefahren. Also ich fahre 46 Runden auf jeden Fall. Zum Glück bin ich einmal, ich habe nämlich nur noch 10 Liter, Alter. 5 Sekunden war uns zwischen den ersten beiden. Zum Glück habe ich einmal 16 gemacht, sonst wäre ich jetzt am Arsch. Nice. Ah, 97 Punkte fürs Team. Ah, GG. EG. Ich dachte, ich werde 21. Und dann Katze, bam, bessere Pitstrat. Brown, bam, gegen Ende hin einfach sicherer gefahren. Geil. Kann man mit leben. Kann man mit leben. Ey, und Doomsday mit der Fastest Lap. Ja, der hat einmal plötzlich richtig rausgehauen. Ich glaube, der macht einfach viel zu viele Fehler insgesamt. Ja, ja. Der macht nämlich immer sehr gute Rundenzeiten, aber ballert halt immer gegen die Mauer. Aber du willst, ich glaube, du warst auch ziemlich stabil, wenn ich mir die Phase-Slaps von den anderen angucke. Genau, der erste hatte 0,5 Liter noch übrig. Der hat es wirklich super durchkalkuliert und der ist ja auch ultra schnell gefahren. Also, bester im Quali, zweitbeste. Oh, Luzi, ist das jetzt der Aufstieg? Das ist der Aufstieg, Alter. Sehr gut. Nice. Weiß ich nicht, oder? Was bedeutet denn das hier? Ich bin einen Platz abgestiegen. Was bedeuten diese Pfeile hier am Ende? Das war es im Vergleich zum Qualifying. Ach so, okay. Ja, ergibt Sinn. So, fahren wir die Map mal ohne Regen? Nee. Oh, schon der Drift hier. No way. Ich möchte nochmal die Results angucken gerne. Ach, die sind wieder nicht drin, ne? Es dauert wieder, bis die kommen. Das wird ein bisschen dauern, ja. Damn. Was ist denn Nutzi für eine Division 11, ne? 15, ja. Ach so, okay. Alter, wie träge das Auto wieder fährt. Okay, die Herbst. Nee, Luzi, ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, weiß ich auch nicht. Sorry. Aber du kommst sehr dicht, also das wird auf jeden Fall mit den Ergebnissen wirst du in dieser Season nochmal aufsteigen. Jo, chillig. Oh, ich geh mal eine rauchen. Also die letzte Kurve ist auch im Trockenen, scheiße. Stimmt, einmal die Map Drive an. Eine gute. Oh, wie hell die ist! Wie hell! Ja. Und wie freundlich sie. Oh mein Gott. Fast Slap! Okay. Ich glaube, ich steige ein paar Plätze auf. Boah, wie viel man in meiner Division. Wie viel man lenken muss, damit das Auto was macht, ey. jetzt bin ich so auf Regen eingefahren. Ich glaube, heute werde ich nicht mehr die 23 AT holen.
Oh, ist da so eine Skihütte in den Bergen? Oh ja. Ah, eine kleine. Damn. Gott, ich hab die... Ich kann die Map nicht fahren im Trockenen, ich hab... Mein Muscle Memory kommt überhaupt ja, nicht klar. Ich bin auch einfach eine Runde 1.19 oder so gefahren, dann war gut. Ich komme überhaupt nicht klar gerade auf der Map. Oh lol, auf Server 1 haben sie scheinbar erstmal Woodland Park eingeladen. Am Anfang. Wie? Bei Embrace oder was? Ja, um 16 Uhr hat Fege geschrieben, wrong map, by the way. Sir, und Woodland Park und Servers offline, bla bla bla. Auf welchem Server? Server 1. Der wichtigste. Nice. Ja, krass. Machen wir jetzt mal eine Abmod. Ja, war ja kein gutes Rennen bei mir, wie zu erwarten war. Bei Regen, bei einem Full-Regen-Rennen. Oh mein Gott, ist das GoDiva? Oh damn, das muss ich kurz... Sorry, dieses Lied erinnert mich an was Krasses. Ja, kein gutes Race. Nächste Woche wird's dann wahrscheinlich wieder ein bisschen besser auf Karakoram. Nächsten Sonntag, 16 Uhr, ist das nice. Sonst steht die Woche nicht so viel Festes an. Also Dienstag, guck mal in Cup of the Day. Vielleicht noch ein bisschen Autorenzeiten grinden. Freitag mittags rum, bis 10 Uhr stimmt schon nicht mehr, weil da habe ich was anderes. Ich muss echt mal den Streamplan überarbeiten. Aber echt mal, müssen wir echt mal gucken so, ne? Ob da noch irgendwelche random Aktivitäten stattfinden. Aber jetzt raiden wir erstmal den Olli, den guten alten. Liebe Grüße von mir. Der fährt gerade Mario Kart, ist auch ein Rennspiel, aber ein bisschen anders. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns spätestens am Dienstagabend um 19 Uhr wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen.